Einen wunderschönen Sonntag, liebe Herr Tanerinnen und Herr Taner. Ich begrüße euch zu einer neuen Matchday-Warm-Up-Show vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein großer Stein mir am vergangenen Wochenende vom Herzen gefallen ist. Ich will sagen, ein überlebenswichtiger Sieg gegen den FC Augsburg. Und es war zwar nur eine Momentaufnahme, aber es tat eben auch, gemessen an den letzten Wochen, sehr, sehr gut. Heute gibt es also die nächste Herausforderung. Es geht gegen den Ex-Verein von Felix Magath und Freddy Bobic, nämlich gegen den VfB Stuttgart. Und über dieses Spiel wollen wir heute sprechen. Wir wollen aber natürlich auch noch mal auf das Spiel in Augsburg blicken. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern das mache ich mit Marco Rehmer heute. Hallo Marco. Hallo, freue mich. So, ich habe es ja schon angeteasert, ein überlebenswichtiger Sieg. Ich habe im Augenwinkel gesehen, du hast sehr stark genickt. Wenn wir das Spiel jetzt mal aus der vergangenen Woche in deinen Worten, wenn du das mal zusammenfassen müsstest, was kommt dir denn da so über die Lippen? Erstmal bin ich ja froh, erstmal auch wieder hier sein zu dürfen. Ja, ich auch. Auch vor allem nach einem Sieg. Da hast du vollkommen recht. Hatten wir, glaube ich, erst einmal. Ja. Und von daher, ja, es war jetzt mit Sicherheit jetzt kein fußballerisches Leckerbissen, sage ich mal. Aber es waren enorm wichtige drei Punkte. Und darum geht es jetzt in der Situation. Und das haben wir auch, ich glaube, auch die letzten Wochen immer thematisiert. Augsburg ist ein Mitkonkurrent, müssen wir ganz klar sagen. Also wir haben sie wieder rangeholt mit dem Sieg. Es war wirklich das, was wir eigentlich immer verlangt haben in den letzten Wochen. Es war ein Wille zu sehen, es war ein Zusammenhalt zu sehen. Und das waren jetzt drei wichtige Punkte in Richtung Erhalt, Bundesliga-Erhalt. Und jetzt haben wir halt, jetzt kommt Stuttgart. Enorm wichtig, genauso wichtig wie Augsburg und genau das Gleiche, also so wie die Mannschaft aufgetreten ist in Augsburg, möchte ich sie auch heute sehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ging ja eher auch um die Art und Weise, ne? Also genau. wie sie dort aufgetreten ist. Also sie haben diese Situation, Abstiegskampf, und ich meine, das hat ja Felix Magath in der vergangenen Woche auch immer gebetsmühlenartig gesagt, über den Kampf zum Spiel, und er hat ja recht behalten. Ne? Ja, natürlich muss man immer so eine gute Mischung finden, also nur Kampf, ich glaube, das tut unseren Augen nicht gut, aber ich denke, dass er auch vielleicht kommen wir ja darauf nochmal drauf zurück, eben halt auch mit der Entscheidung, einen Prinz wieder reinzunehmen. Ich glaube, dass es enorm wichtig war, nicht nur als Figur, eben halt wirklich so ein bisschen das Spiel sich anzureißen oder an sich zu reißen, sondern auch mal ein bisschen Kreativität nach vorne zu schaffen auch. Ja, also manchmal Ruhe reinzubringen. Ich glaube, das war ein sehr guter Move. Als ich es gesehen habe, war ich überrascht. Ja, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich glaube, er sieht ihn ja auch jeden Tag beim Training, und es war eine sehr gute Entscheidung. Ich hoffe, dass es heute dann gegen Stuttgart genauso wird wieder. Auf Prince Boateng und auch seine Werte aus diesem Spiel gucken wir auf jeden Fall gleich nochmal. Lass uns aber erstmal auf dieses 1:0 gucken, weil da war ja nicht nur Prince Boateng beteiligt, sondern generell vier Spieler, die neu reingekommen sind. Davy Selke, Suat Serdar, Marco Richter und eben Prince Boateng. Und dieses 1:0 schauen wir mal an. Und das sind eben all diese Spieler, die neu reingekommen sind. Marco, du kannst ja mal sagen, was hast du nach dem Tor gedacht? Ja, vor allen Dingen auch ist schön zu sehen, dass wir vorne drauf bleiben, dass wir in der Ecke bleiben, dass wir nicht uns zurückziehen, sagen, okay, pass auf, Einwurf hinten, wir ziehen uns wieder zurück, wir machen, wir machen hinten dicht, sondern wir bleiben vorne. Sieht, Boateng geht gleich komplett rauf, fälscht den Ball ab, dann ein schöner Doppelpass zwischen Davy und Marco und ein sehenswerter Hackentreffer, ich glaube, ein doppelter Tunnel. das Glück brauchen wir auch mal. Das Glück hatten wir in den letzten Wochen nicht. Und es war super herausgespielt. Und das ist auch das, was ich meinte. Also, dass wir nicht nur verwalten, sondern auch, dass wir auch mal eine Situation schaffen, damit wir mal vorne drauf bleiben, dass wir auch den Gegner vorne mal unter Druck setzen. Es gab ein, zwei Situationen auch schon in der ersten Halbzeit. Ich glaube, Prinz hat sich da eine gelbe Karte auch abgeholt. Also auch mal vorne draufbleiben, kommen sie durch, dann muss ein taktisches Foul kommen. Also das sind so eine Situation, und wie gesagt, in der Situation hat man es richtig gut gesehen. Wir bleiben vorne drauf, erobern den Ball und sind dann eben halt dementsprechend gefährlich vorm Tor und machen in dem Fall das wichtige 1:0. Jetzt haben wir das Tor gerade gesehen, und ich habe es ja schon angesprochen, Marco Richter, Suat Serdar, Prince Boateng und Davy Selke, die vier Neuen, daran beteiligt gewesen. Davy Selke und Prince Boateng würde ich persönlich jetzt so in dieses Emotional Leadership einordnen. Mhm. Marco Richter und Suat Serdar, zwei Spieler, die mitunter die besten fußballerischen Qualitäten in unserer Mannschaft haben. Marco, ist das dann auch der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass Felix Magath bei diesem Spiel die richtige Mischung gefunden hat?
Die suchen wir ja schon länger, ne? Die richtige Mischung. Und ich habe es vorhin schon gesagt, oder wir sind ja leider, oder wir sind ja nicht jeden Tag beim Training. Und er hat die Jungs ja jeden Tag beim Training. Und es war ja auch mal das Problem beim Prinz, dass er ja immer schon so ein bisschen eben halt als Leader da war, aber eben halt noch nicht die Fitness hatte, nach der Meinung vom Trainer. Man muss ganz klar sagen, wenn alle fit sind und alle ihr Potenzial abrufen, dann ist es die beste Kombination vorne drin. Also auch mit Devi, der wirklich eben halt, ne, jetzt, man hat es ja gesehen, Doppelpass, also ist ja nicht nur, dass er sagt, er ist da als macht da vorne eben halt, keine Ahnung, Emotionen, sondern er kann auch wunderbar kicken und den Doppelpass hat er sehr gut, oder das Tor hat er auch sehr gut mit vorbereitet. Auch ein Stichwort in diesem Spiel, ich glaube, die letzten 5 bis 10 Minuten kam ja dann auch nochmal Augsburg. Sehr viele Flanken reingeschossen, immer wieder hier, ich habe auch mal eine Szene rausgesucht, also wir waren eben auch widerstandsfähig. Also natürlich auch wieder mit einem hervorragend aufgelegten Marcel Lotka, der eine tolle Präsenz in der Box hat. Ja, ja. Aber eben auch alle Mann hinter dem Ball. Ne? Ja, aber auch wir machen auch Druck, dass er nicht jetzt einfach sich Zeit lassen kann, gucken kann, wo kann ich die Flanke hinspielen, sondern wir machen auch Druck. Askar Zibar geht raus. In dem Falle, glaube ich, Maxi ist rausgegangen. Ja, ja. Also wirklich, wir sind, wie sagt man so schön immer, gallig. Mhm. Wirklich, eben halt wirklich den Ball entweder zu erobern, oder eben halt die Jungs da nicht frei flanken zu lassen, weil das ist dann auch schwer für einen Abwehrspieler. Ich kenne das selber. Also wenn man in Ruhe schauen kann und sagt, okay, wo spiele ich die Ball hin, dann hast du als Abwehrspieler immer schwer. Und wie gesagt, das sieht man in der Situation sehr gut und es war zum Ende des Spiels. Man sieht, die Jungs sind fit und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, sie wollen. Ja, und sie hauen sich da rein und man hat echt mutig gesehen, da ist jetzt endlich eine Truppe auf dem Platz. Wir wollen heute die 3 Punkte mitnehmen. Ja, also auch nochmal eine andere Szene, und da sehen wir es, das war die 88. Minute. Ja. Ne? Ja. Und das, was du meintest, guck mal, genau. Die haben richtig Bock, diesen Ball zu gewinnen. Beste Beispiel, ganz genau. Und jetzt Lucas Toussaint, wie oft wurde auch über ihn gesprochen? Ne? Ja, wunderbar. Also wie gesagt, man sieht jetzt wirklich das, was wir eigentlich die ganzen Wochen eigentlich immer gefordert haben. Ich hoffe und ich denke auch, dass es rechtzeitig ist. Ja, jetzt die Wochen der Wahrheit, jetzt sollte man aufwachen. Wir hätten es natürlich, ich denke, jeder Fan oder auch Verantwortlicher im Verein hätte schon, sagen wir, das viel eher gesehen oder dass wir viel eher schon so ein bisschen ins ruhige Fahrwasser reinkommen, dass wir schon mal ein bisschen eher planen können. Aber das war halt nicht so und jetzt ist die Woche der Wahrheit, du sagst es. Und ich hoffe, dass es, wie gesagt, gegen Augsburg haben wir es gemacht, dass es jetzt rechtzeitig der Klick kam und dass wir eben jetzt gegen Stuttgart und dann nochmal ein enorm wichtiges Spiel in Bielefeld. Wenn wir da 6 Punkte holen, ist meine Meinung, sind wir durch. Jetzt hast du selber ja schon des Öfteren Prince Boateng angesprochen. Ja? Er bestritt in dieser Saison bisher nur 14 der 30 möglichen Bundesligaspiele, davon 5 in der Startelf. In Augsburg war er dann ja aber dann doch der Schlüssel zum Erfolg. Ein ganz tolles Spiel gemacht und es ist eine Augenweide, will ich sagen, wenn wir uns mal seine Einzelbeobachtung angucken, wie er auf diesem Platz agiert hat. Marco, er war überall, er hat gecoacht, er hat sehr, sehr viele Zweikämpfe geführt. Glaubst du, die Entscheidung von Felix Magath, Prince Boateng wieder einzubinden und ihn auch zu fragen, wo willst du spielen, hat er ja gesagt. Ja, ne? Ja. Er hat gesagt, auf der 10, da muss er auch nicht so viel laufen wie auf der 6. Glaubst du, das ist die bisher beste Entscheidung von Felix Magath gewesen? Ihn wieder zu akquirieren? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass Felix das auch schon ein bisschen im Hinterkopf hatte, dass er sich in den letzten Wochen geschaut hat, wie kriege ich Prinz fit? Und hat ihn dann auch des Öfteren mal vielleicht auch so ein bisschen, ich glaube, ich kenne so ein, zwei, die unter Felix mal trainiert haben, auch ein bisschen provoziert, mal draußen gelassen, mal gar nicht reingekommen. Ne? Also ich glaube, wenn wir Prinz Boateng kennen, dann das kocht, das kochte nicht. Ne? Und, und da wollte er wirklich es allen beweisen, es allem zeigen und das hat er überragend gemacht. Also er hat die Bälle gefordert, hat, wie wir auch gesehen haben, auch das Spiel an sich gerissen, ist dirigiert. Was ich auch sehr interessant fand, war zum Beispiel, als er dann draußen war, dass er auch draußen noch mitgecoacht hat, als Co-Co-Trainer. Hatte schon was von Cristiano Ronaldo bei der EM, ne? Ja, also genau. Ja, also wirklich, und da sieht man halt, dass er enorm wichtig ist für die Mannschaft und jetzt endlich auch auf dem Platz.
Wir haben uns auch mal ein paar statistische Werte von Prince angeschaut, denn er hat ja nicht nur gut gecoacht, sondern er hat auch ordentlich was abgerissen. Und da sehen wir gewonnene Kopfbälle 5, gefoult worden, ja, 5, das ist der Höchstwert gewesen, angekommene Pässe 23, Laufstrecke, da sehen wir auch, er weiß ganz genau, wie er seinen Körper dosieren muss. Er hat mitunter die schlechteste Laufleistung aller Feldspieler auf dem Platz gehabt, aber eben auch eine ordentliche Zweikampfquote. Ja. Ja. Marco, was sagen uns die Statistiken über den Spieler Kevin Prince Boateng? Gut, dass er jetzt ein Laufwunder jetzt nicht mehr ist, ist immer schon nachvollziehbar, aber ja, ich glaube, dafür kam auch die Frage vom Felix, wo möchtest du spielen? Hat auch schon clevererweise dann sich für die Zehner entschieden. Aber die Zweikampfquote ist ganz, ganz klar mit 78% ist eine überragende Quote und ist. Man sieht halt, wie wichtig er dann auch gerade im zentralen Mittelfeld, wenn du da die Zweikämpfe gewinnst, hast du als Abwehr auch immer leichter. Also wenn du wirklich da vor dir einen hast, der eben halt so eine Quote hast, vielleicht noch einen zweiten, wäre noch optimaler. Dann hast du halt weniger eben halt auch als Abwehrspieler zu tun. Und wenn wir nochmal auf die Statistiken gucken, angekommene Pässe finde ich auch einen tollen Wert, weil du hast es angesprochen, wenn er auf dieser 10 spielt und dann eben Ballverlust hat und dann eben nicht mehr die körperliche Verfassung hat, den Ball wieder zurückgewinnen, also ins Gegenpressing zu gehen, hat er ja nicht. Und dann eben angekommene Pässe 23, also wir sehen auch da, auch wenn er jetzt schon 35 Jahre alt ist, er ist ein fantastischer Fußballer. Ja, absolut. Oder gefoult worden, 5-mal Platz 1 im Team. Da kennen wir ihn ja, dass er auch sehr gerne provoziert. Das macht er sehr überragend mit seiner Erfahrung. Und angekommene Pässe ist ja immer so ein Punkt. Also ich kann einen Pass über 3 Meter spielen zum Mitspieler. Oder ich spiele den Pass vorne rein und sehe halt, ich schaue schon in die Offensive. Und ich glaube, da war auch eben die ein oder andere Situation, wo er wirklich dann eben halt nicht den sicheren Pass, eben halt quer zu spielen, sondern eben halt wirklich auch offensiv nach vorne zu spielen. Das ist auch das, was ich vorhin sagte, dass er jetzt nicht nur da war als Denker und Lenker oder als Kämpfer vorneweg geht, sondern eben halt auch fürs spielerische Element auch gesorgt hat. Wir haben jetzt gerade bei diesem 1:0 auch Davy Selke in Aktion gesehen. Da hast du ja auch schon angesprochen, dieser feine Doppelpass mit Marco Richter. Und wir haben auch mal eine Szene von Davy Selke rausgesucht, wo wir auch, glaube ich, ganz gut sehen, auch da wieder Kevin Prince Boateng beteiligt. Aber jetzt der Laufweg. Achten wir mal, Marco, auf den Laufweg von Davy Selke. Er kreuzt und zieht damit ja quasi seinen Gegenspieler mit. Ne? Also dieser Kreuzlauf, Marco, als Stürmer. Und öffnet eigentlich ja den Raum hinter ihm, wo Marco Richter dann reinläuft. Ja, ne? Ja, das macht er gut. Also das kann man zwei Seiten sehen. Entweder bleibst du über die Außen und lässt die Mitte frei, dass Marco dann weiter reinlaufen kann. Ja, wir können ja nochmal drauf gucken. Ne, weil letztendlich laufen sie ja beide die Lücke zu. Mhm. Ja, schade, wenn er ein bisschen einen Tick schneller wäre, könnte Marco natürlich weiter im Raum vorne reinspielen. Dann könnte er halt mit dem Tempo natürlich schon Richtung Tor gehen können. Aber in dem Falle, klar, was zieht er am Gegenspieler mit? Das ist ja auch das, was ich sagte, also dass er da auch mit seiner Art auch dort mitreißen kann. Auch die statistischen Werte von Davy Selke haben wir uns angeschaut und deshalb habe ich diese Szene auch rausgesucht, weil man sieht dann zum Beispiel die Laufstrecke, über 10 Kilometer, Platz 4 im Team, Passquote. Und das ist auch eine Sache, die man bei ihm unterschätzt. Er ist ein extrem feiner Fuß, auch er hat kaum Bälle verloren, 81%, das ist ein Wahnsinnswert, das ist der beste Wert im Team gewesen. Ja. Auch gewonnene Kopfbälle 5, Sprints 29, erster Anläufer in der vordersten Reihe und Pressing-Momente 15, auch das ein Top-Wert. Ich glaube, es ist eine ähnliche Situation wie bei Prince Boateng, auch Felix, ich glaube, dass er ihn da auch des Öfteren vielleicht auch mal so ein bisschen angestachelt hat, eben halt wirklich auch da draußen zu lassen. Ich glaube, das sind so zwei Typen, die, vielleicht brauchen sie sowas. Ne? Und wie wichtig oder wie wichtig jetzt David in dem Spiel war, haben wir gesehen. Er hat es nun leider in den letzten Wochen nicht immer abgerufen. Und, woran liegt es da? Ist das ein Spieler, der auch Selbstvertrauen braucht, der eben vielleicht schon mal ein Tor braucht? Auf jeden Fall, das ist einer. Aber natürlich, wie gesagt, das Tor bereitet er vor. Ich glaube, dass er auch jetzt so ein bisschen auch in die Situation kommt, dass er sagt, ich muss jetzt vielleicht nicht, oder in dem Alter auch ist, wo er sagt, ich muss jetzt unbedingt nicht jetzt immer dieses Tor machen, sondern wenn ich eins vorbereite, ist es genauso wichtig für die Mannschaft. Also ich glaube, dass vielleicht bei Davy da auch so ein Umdenken kam, dass er jetzt nicht nur dass es nicht nur wichtig für ihn ist, ein Tor zu machen, sondern vielleicht wichtig ist, für die Mannschaft zu arbeiten. Ja, also wenn man sieht, die Laufstrecke, die Sprints für einen Stürmer, klar, du sprintest in die Räume rein, kriegst vielleicht öfter mal den Ball nicht, aber er schafft damit wieder Räume für andere. Ich glaube, das ist halt wichtig. Ne?
Ja, vor allem auch, ich glaube, es ist ein bisschen oldschool, den Stürmer nur an seinen Toren zu messen, ne? Ganz genau, ja, ganz genau. Also. Also ich habe früher auch, wenn ich dann, ich sag mal, jetzt auf der Außenbahn den Ball hatte, wäre es jetzt auch, wenn der Stürmer jetzt vorne im Zentrum ist, habe ich da auch nichts gewonnen, sondern der musste schon nach außen kommen, dass ich ihn anspielen kann. Ja, also die Laufwege müssen schon da sein und wie du schon sagst, ist auch mal wichtig, ja, auch vorne jemand drin zu haben, der die Tore vorbereitet, die Bälle sichert, ablegt und dann kann jemand nochmal nachschießen. Klar. Jetzt kommt heute mit dem VfB Stuttgart, Marco, eine komplett andere Mannschaft als der FC Augsburg. Sie stehen zwar auch da unten drin, aber sie haben eine andere Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollen. Es ist ja durchaus eine Mannschaft, die weniger über das kämpferische, Ja. körperliche kommt, wie es jetzt der FC Augsburg war, die das ja auch können und auch als DNA so ein bisschen haben, diese ekelhafte Spielweise, sondern eher über eine hohe spielerische Qualität kommen. Ist das jetzt Fluch oder Segen heute? Ich weiß es nicht. Ja, also ich meine, wir sind ja jetzt ja nicht bekannt dafür, selber irgendwo das Spiel zu machen. Ich glaube, dass es vielleicht eine gute Chance ist auch, aber das ist halt auch dann auch wiederum sehr wichtig, eben jetzt Stuttgart nicht zu sehr ins Spiel kommen zu lassen. Also immer wieder auch Situationen zu schaffen, wie wir es jetzt auch in Augsburg gemacht haben, vorne drauf gehen, vorne stören. Ich glaube, dass diese taktische Ausrichtung, die wir auch in Augsburg hatten, das ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit ist auch gegen Stuttgart. Also eigentlich von 4-2-3-1 Eins, ja. ins 4-4-2 zu gehen. Also dass man vorne schon wieder zwei Offensive hat, die das Aufbauspiel von Stuttgart stören kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und sich nur hinten reinzuigeln ist auch nicht gut. Deshalb mal vorne draufbleiben, den Spielaufbau stören. Ich glaube, dann kriegen wir auch wieder unsere Möglichkeiten. Ne? Wenn wir uns jetzt mal eine Szene von den Stuttgartern anschauen, die steht so ein bisschen repräsentativ auch für ihre Saison. Sie erspielen sich unwahrscheinlich Ja, viele Torchancen, aber durch die Verletzung von Effektivität. Kalajdzic haben sie nicht mehr diesen Striker da vorne, der blind alle Tore reinmacht. Wir sehen da Chris Führich, Omar Marmoush, das sind schnelle, temporeiche, trickreiche Spieler, wie wir jetzt auch sehen. Er lässt ihn da einfach aussteigen und dann Neuverpflichtung Thiago Tomás säbelt den halt einfach drüber. Wie hast du die Saison der Stuttgarter bisher verfolgt? Also, Ja, wie schätzt du sie ein? das ist ja so, dass man in den letzten Wochen immer auch von den Experten, auch bei Sky dann auch oft gehört hat, ja, die spielen guten Fußball und die kommen da unten raus. Aber genau das ist gefährlich. Genau das ist gefährlich. Ja, also spielt es wirklich, das muss man wirklich auch sagen, es war jetzt auch exemplarisch, auch wie sie hinten raus spielen. Also spielen wirklich einen guten Fußball, aber gehen halt sehr, sehr fahrlässig mit ihren Chancen um. Und das ist einfach eine gefährliche Situation, wenn du sagst, also ne, du kannst eigentlich, du siehst, du bist gleichwertig. Du bist vielleicht sogar noch besser, ja, und ja, holst dann aber oder geht Woche für Woche, holst du eben halt nicht die 3 Punkte, dann ist es halt so ein schleichender Prozess, auf der einen Seite gelobt zu werden für die Art und Weise, wie du Fußball spielst, aber du hast die Punkte nicht. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal vor ein paar Wochen gesagt, Fußball ist ein Ergebnissport und ist leider so. Du kannst noch so toll spielen, wenn du mit leeren Händen nach Hause gehst, dann, ja, dann bist du irgendwann in der Situation, in der jetzt Stuttgart ist. Und hängst weiter unten drin? Trotzdem haben sie aus den vergangenen 6 Partien gute 9 Punkte geholt. Kein Team im unteren Tabellendrittel war seit Anfang März erfolgreicher. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Schwaben im April auch noch kein Spiel gewonnen haben und in den letzten 3 Partien auch nur ein Strafstoßtor. Also aus dem Spiel heraus haben sie eben kein Tor mehr schießen können. Was auch schon seit Jahren bei VfB Stuttgart so ein bisschen DNA ist, sie setzen auf die Jugend. Sie haben auch in dieser Saison wieder den jüngsten Kader in der Bundesliga. Ich glaube, Durchschnittsalter 24,5 Jahre. Und da kommen wir dann auch so ein bisschen zu dieser individuellen Fehlerkultur in der letzten Kette. Mavropanos gegen VfL Bochum. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Wir Zeig mir mal bestimmt. gucken mal drauf. Das ist dieser wahnsinnig unglückliche Elfmeter gewesen. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, es ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieser Fluch, wenn man da unten drin hängt. Ich glaube, dass wir auch öfter mal Situationen hatten, glaube ich, nämlich in Freiburg, wo wir einen Elfmeter gegen uns bekommen, wo ich sage, also warum? Ja, und klar, sind jetzt Situationen, die vielleicht auch ein bisschen, weil es eine junge Mannschaft ist, vielleicht auch dieser Druck, ne, du musst jetzt langsam gewinnen, dass man dann vielleicht ein bisschen zu übermütig oder in dem Falle, ich weiß gar nicht, ich glaube, weggerutscht, unglücklich dann eben halt zu solchen Situationen kommt. Ne? Aber man muss auch sagen, Stuttgart hat aber auch in den letzten Wochen auch enorm bewiesen, dass sie eine Mannschaft ist, die auch wieder zurückkommt.
sagen wir jetzt gegen Gladbach, 0-2 hingelegen. Also man darf sie nicht abschreiben. Haben dann noch 3-2 gewonnen oder ich glaube bei Union eine ziemlich lange 1-0 hinten gewesen, machen dann aber noch in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer. Also es ist eine Mannschaft, die einmal hier spielen kann, ja, aber auch mal ganz unten. Ne? Und ich glaube, dass es dann eben halt auch vielleicht dem Durchschnittsalter dann auch geschuldet ist. Ja, ich hatte diese Szene, wir können noch mal drauf gucken, auch rausgesucht mit der Frage, ob sie vielleicht ein bisschen zu grün noch hinter den Ohren sind und ob wir, wenn wir jetzt gerade über Prince Boateng und Davy Selke, sehr erfahrene Spieler, das dann auch ein bisschen provozieren. Immer wieder in die Box gehen, den Zweikampf suchen, mal gucken, vielleicht zucken sie, weil sie eben nervös sind. Ja. Also das ist mit Sicherheit, ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Mittel ist und so wie wir die beiden kennen, schauen die sich oder haben die sich mit Sicherheit die Situation auch angeschaut. Genau. Ja. Und ist mit Sicherheit ein sehr gutes Mittel, gegen Stuttgart zum Erfolg zu kommen. Ja, ja. Du bist schon ganz nervös. Du willst unbedingt gegen diese Aufstellung machen. Mir ist Lotka hier schon runtergefallen, weil er hängt so an der Seite, aber ich. Ja, Lotka wird, glaube ich, heute nicht runterfallen, denn wir kommen zur Aufstellung und da starten wir natürlich mit dem Torhüter, Marco. Ja, für mich ganz klar. So, da ist er nämlich. Die Nummer 1. Und überragend. Also was der Junge hält, auch für eine Strafraumbeherrschung. Also ich meine, gerade als Abwehrspieler weiß ja auch, wenn ich da hinten einen habe, der auch, ich glaube, in den letzten Minuten in Augsburg kommt der raus, schmeißt sich dann die Bälle rein, in die Flankenbälle, wie er die Bälle da abfängt. Also Chapeau. Da kann sich Dortmund freuen, leider. Leider, so muss man es definitiv sagen. Wir können es auch vielleicht kurz machen. Also ich würde eigentlich nicht viel ändern. Okay, eine Sache muss ich ändern, aber weil ich glaube, dass es auch mal wichtig ist. Eben, ich habe letztens oder gestern irgendwo eine Statistik gelesen, mittlerweile haben wir 35 Spieler eingesetzt. Ja. 35 Spieler haben wir. Die meisten in der Liga. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, da jetzt gerade jetzt in der jetzigen Situation, klar muss man mal gucken, ist jemand angeschlagen oder Corona gibt es ja immer noch, dass wir da endlich mal irgendwo eine Linie haben, eine Mannschaft haben, die jetzt die letzten Spiele so bestehen bleibt, wie sie ist. Okay. Ja, und wie sie jetzt auch gegen Augsburg war. Und deshalb würde ich dann eben mit Becker wieder rechts machen. Mhm. Ja, auch die oft kritisierten, aber jetzt in Augsburg haben sich sehr gut gemacht, beide, Kempf und Boyata. Ja. Als Innenverteidiger. Und mit Platte, mit seinem gefährlichen Defensiv. Opala, ganz ordentlich. Aber auch sehr wichtig, fit, sehr wichtig bei Standards, das haben wir ja auch gesehen gegen Hoffenheim. Ich glaube, wenn wir unsere Möglichkeiten bekommen, klar, Stuttgart auch sind auch eine sehr kopfverstarke Mannschaft, wo wir auch aufpassen müssen, defensiv bei Standards, dass wir da gut stehen. Deshalb haben wir aber auch große Leute drin. So, die Doppel-6, also du würdest Niklas Stark auch auf der Bank überlassen. Ich würde ihn erstmal lang auf der Bank lassen. Wenn sich da jetzt nicht irgendwo, wie gesagt, gesundheitlich irgendwas ändert, würde ich die Mannschaft, klar, bis auf Marco Richter, der wegen einer fünften gelben Karte fehlt, würde ich mit Toussaint, dann haben wir auf der linken Seite, 4-2-3-1 haben wir gespielt, Serda. So, dann Prinz, haben wir den Prince in der Mitte. Wieder in der Mitte, als Dreh- und Angelpunkt. Ja, und jetzt kommen wir zur rechten Seite, Also Marco Richter fällt aus. Raus, gelb gesperrt. Es gibt mehrere Überlegungen. Wir haben jetzt einen Kade, der spielen könnte, ein Klünter, ich glaube die linke Seite bei Stuttgart, sehr schnell, Sosa, Mamouche, gefährlich, Flankenläufe, ich glaube, dass ich da vielleicht einen schnellen Spieler stellen würde, also Vorpicker, und dass vielleicht beide dann eben halt zusammen die Seite zumachen, weil wie gesagt hauptsächlich wirklich über ihre starke linke Seite kommen. Und vorne würde ich weiter bei Davy bleiben. Ja, weil er es wirklich sehr gut gemacht hat, als zum Ball sichern, auch mit seiner Art und Weise dort vorne raufzugehen, eben halt Fouls provozieren, vielleicht sogar einen Elfmeter. Habe ich jemand vergessen?
Das sind elf Spieler, ja. Das sollte passen. Mit 12 dürfen wir leider nicht spielen. Noch nicht. Sind ja nicht der FC Bayern. Ja, kommen wir dann noch kurz zu der Einschätzung von Felix Magath nach dem Spiel in Augsburg. Da hat er zwei Spieler nämlich ganz besonders herausgehoben, die für ihn die unumstrittenen Führungsspieler in Augsburg waren. Und da hören wir mal rein. Prinz, das, was er heute gezeigt hat, oder ist ja deutlich, dass er für unsere Mannschaft halt sehr, sehr wichtig ist. Denn er ist ein Spieler, der Verantwortung übernimmt, der Selbstvertrauen hat und der auch noch einer ist, der auf dem Spielfeld organisiert, der mit den Spielern redet, der sie führt. Und so eine Figur haben wir gebraucht. Und da hatten wir, denke ich, heute nicht nur mit Prinz jemand, auch unser Kapitän Boyata hat heute auch viel mehr Einfluss auf das Spiel genommen, auf die Mitspieler genommen. Und somit war das ein wichtiger Aspekt dafür, dass wir heute so gut dagegenhalten konnten. Also es wurde sehr, sehr oft im Zuge von Hertha BSC über ein Führungsvakuum auf dem Platz gesprochen. Jetzt hat Felix Magath, Prince Boateng, aber eben auch Dedrick Boyata als Kapitän noch mehr herausgehoben nach diesem Spiel. Kann mich dann auch an diese Rudelbildung erinnern, wo beide, sind ja auch dann doch Schränke, sich da vorgestellt haben. Inwiefern ist so die, dass sie diese Führungsposition, die sie ja in dieser Mannschaft qua Person haben, angenommen haben, inwiefern war das vielleicht auch das fehlende Puzzleteil, was jetzt eben da ist in dieser Mannschaft? Ja, das haben wir ja schon die letzten Wochen ja immer schon so ein bisschen beanstandet, kritisiert, dass wir irgendwo so eine Achse fehlt. Also wo sich dann so rechts und links und eben halt die Spieler so ein bisschen dran aufrichten können. Und dass ein Boyata oder auch ein Kempf, dass es Typen sind mit ihrer Erfahrung, die sie auch schon in den letzten Jahren eben gesammelt haben, dass sie da vorne ran gehen müssen eigentlich. Und das haben wir ja auch gesagt, dass sie viel zu wenig gemacht haben. Jetzt in dem Spiel ist es endlich mal dazu gekommen. Auch wie gesagt, ich denke auch durch diese Art und Weise von Prinz. Ich freue mich, dass es rechtzeitig vielleicht dazu gekommen ist. Also ich hoffe es natürlich auch und hoffe es, dass wir es heute auch wieder sehen auf dem Platz. Also nicht nur eben halt diese 1, 2, 3 Spieler, sondern eben halt, dass sich die anderen dran aufrichten. Ja, dass wir da wirklich eben als Einheit eine Truppe sehen und die unbedingt, klar ist es wichtig, jetzt eben halt vielleicht im Hinterkopf zu haben, bloß nicht verlieren. Aber das darf es halt nicht haben, sondern wir spielen zu Hause. Das möchte ich sehen wieder. Das möchte ich jetzt heute sehen. 3 Punkte. Dann fahre ich auch glücklich nach Hause wieder. Wie alle heute. Die erste Etappe ist in jedem Fall geschafft. Die erste Etappe hieß der FC Augsburg. Jetzt ist die zweite Etappe da. Es sind noch 4 zu fahren, so will ich sagen. Ja. Jetzt ist heute eben der VfB Stuttgart dran. Und bevor ich euch in diesen Fußball-Nachmittag-Abend entlasse, möchte ich euch noch auf ein Gewinnspiel hinweisen. Auf unserer Website www.machdichhertha.de habt ihr die Chance auf 2 Dauerkarten für die neue Saison. Dafür müsst ihr nur eine Gewinnspielfrage richtig beantworten und es gibt sogar 2 Antwortmöglichkeiten und die Gewinnfrage lautet, mit wie vielen Schritten täglich könnt ihr nachweislich eure Gesundheit fördern? Sind es A, ca. 10.000 Schritte oder B, 1.000 Schritte? Also, wenn ihr da die Frage richtig beantwortet, seid ihr im Lostopf und habt eben die Chance auf 2 Dauerkarten. Das Gewinnspiel geht bis zum 14. Mai. Marco, danke dir. Das hat Spaß gemacht. Ich wünsche uns heute einen tollen Fight im Olympiastadion. Darum wird es gehen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.